anything can have more relevance to our lives and futures than the responsible and effective governance of the internet and digital technology. It is a very emotional moment when 30 years ago we have seen the fall of the Berlin Wall. There is also the tendency to create some virtual walls in the internet to separate people. Und wir wissen, Freiheit ist nie selbstverständlich. Freiheit müssen wir immer wieder neu erringen und verteidigen. Und immer wieder müssen wir etwas klären gemeinsam. Nämlich wo und wie Freiheit geschützt werden muss. Was Freiheit konkret bedeutet. Und auch wo die Grenzen sind. An accessible, free, secure and open internet is at risk of fracturing along three intersecting lines. There is a profound digital divide, a social divide, and a political divide. If we do not work together to address these divides, we will be remembered as the generation that ruined the early promise of the internet. Gemeinsam heißt Politik und Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, und gemeinsam heißt auch mit allen Ländern zusammen. Das ist der Grundsatz des Multilateralismus. Darauf bauen die Vereinten Nationen auf und darauf müssen sich auch die Gestaltung der neuen technischen Entwicklungen gründen. Come together to share policy expertise, debate emerging technology issues, agree on some basic common principles and take these ideas back to appropriate norm-setting fora. These ideas can be building blocks towards a shared digital future that we can be proud to pass down to future generations. A future with one world, one net, and one vision.